So, beim Tecumseh-Motor habe ich gedacht, dass die Gasfeder zu fest ist und er deswegen unter Volllast fährt. Aber ich konnte die Gasfeder lockerer machen und lockerer machen. Und es blieb dabei. Bergauf fuhr der fast mit 17 Stundenkilometern. Und meine Vermutung war dann, was sich auch anscheinend bestätigt hat, dass dieser Fliehkraftregler nicht mehr funktioniert. Das hatte ich schon mal bei einem anderen Tecumseh-Motor. Da waren hier die ganzen Zahnräder waren platt gerieben und dadurch dreht er nicht, weil der sollte ja je mehr Umdrehungen sind durch die Nockenwelle angetrieben, dieses Zwischenzahnrad. Und dann geht er hoch und drückt gegen den Regler an, der die Drosselklappe dann wieder schließt. Und das ist dann dieses Gleichgewicht zwischen dieser Kraft und der Gasfeder, die in die entgegengesetzte Richtung zieht. Also jetzt habe ich dann halt die Gasfederführung geändert und einen Bofdenzug eingebaut, der im Prinzip den hier imitiert und die Drosselklappe wieder etwas schließt. Weil ich habe einfach Angst, dass er unter Volllast mir irgendwann der Kolben sich festfrisst, dass er einfach überhitzt. So, die Gasfeder habe ich jetzt hier eingehangen. Egal wie schwach ich die gemacht habe, der lief trotzdem ständig auf Hochtouren. Also volle Kanne. Also meine Annahme ist, dass im Motorblock selber drin diese Fliehkraftregler, die zwei Zahnräder wahrscheinlich wieder abgerieben oder geschmolzen sind. Also ist außer Funktion. Und jetzt habe ich als Gegengewicht dann halt diesen Gasbofdenzug hingebaut, damit er mir nicht die ganze Zeit auf Hochtouren läuft. Wenn ich also in die Richtung ziehe, das heißt, der Bofdenzug nach vorne bewegt, dann wird hier entlastet. Ist im Prinzip wie der Fliehkraftregler dann im Motorblock selber. So ist jetzt Gas weggenommen. Mal schauen.